Herzlich willkommen zurück zu Dishonored und wir stehen am Boot mit Samuel und der Maskenball der Boyles, wie? Brechen auf. Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Sind wir bereit? Wir haben die Bolzen voll, ne? Ja. Und schon geht's wieder los auf eine neue Mission. Lady Boyles letzte Feier. Du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lord Regents. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwester. Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist. Da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Meine Güte, der Lord Regent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Ach du Scheiße. Wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht aufhalten. Genieß den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Oh wei. Wie können wir die denn jetzt bitte schön umgehen? So. Oh. Okay. Wir müssten da hinten hin zur Feier der Boyles. Okay. Einmal kurz umschauen. Gibt's hier irgendwas? Nein, Ratten. Oh, ich häng fest. Oh, viele Ratten. Oh. Wir haben Gesundheit voll. Oh wei. So, ja, toll. Ach genau, ich wollte mal nachgucken, ob es hier irgendwo... Da oben gibt es ein Knochenartefakt. Wie kommen wir da bitte schön rein? Da unten. Da werden wir wohl hinschwimmen müssen. Okay. Tja. Den Balkon, Vorsprung, irgendwas, wo wir drauf können? Hm, vielleicht. Ne, zu weit weg. Ich höre ihn kommen. Hä? Es geht hier ab? Okay. Okay, das sind Weiner und Dings. Lol, hat der ihn verfehlt. Jetzt aber. Okay, dann hauen wir so lange ab, solange es doch geht. Hm, Scheibenkleister. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Mist, ich wurde entdeckt. Da los. Naja, so kann man auch Ratten beseitigen in Zeitlupe.
Und schon haben wir Ruhe. Na, oder auch nichts. Drecksviecher. So, Mana mal wieder auffüllen. Und diesmal machen wir es uns leicht. Wir werden den einfach ausschalten. Wo bist du? Rat doch mal. Hm. Na gut, das Schwein ist mir entwischt. Gute Nacht. Ein normaler Mensch, den wir einfach vielleicht zum Schlafen legen sollten. Oh, Kupferdraht. Alles klar. Tja, diesmal aber... Oh oh. Mehr Kupferdraht. Diesmal aber, wir müssen doch da irgendwie hochkommen. Sitzt da niemand drin? Das Ding steht so still, ne? Oh oh. Scheiße. Ah, dann halt so. Gut, den habe ich nicht getötet. Das ist nicht meine Schuld. Dass die Ratten ihn da auffressen. Wir bringen ihn mal an einfach einen sicheren Ort hier vielleicht hin. Oh Gott. Ich hoffe, in der Mission werden wir nicht schon wieder irgendwen aus Versehen umbringen. Verdammt. Unterwegs zu einer Feier, Corvo? Oh, der Outsider. Also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand... Oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Okay. Was? Ja, oh Gott, scheiße, wo kommen die denn her? Mal Leben wieder nehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Der schläft. Was haben wir da? Ein Knochenartefakt auch noch. Oh oh. Kommt sie rein? Die nächste liegen gelassen. Ah, die steht da an der Treppe. Dreht die sich irgendwann um? Und was haben wir eigentlich bekommen? Mal schauen. Also Knochenartefakte. Ja, CAO, deine maximale Gesundheit wurde leicht erhöht. Haben wir irgendwas, das wir sonst aufgeben können dafür?
Munitionsvorräte sollten wir lassen. Wasserhähne, das ist auch gut mit dem Aufladen. Das war... Okay, komm, das lassen wir so einfach und warten, dass diese Frau da hinten verschwindet. Irgendwas, um die abzulenken. Was ist das denn? Ach, ein Mana-Elixier. Flasche? Oh, Tagebuch der Lumpengräfin. Ich kann ihn nicht trauen. Man kann ihn nicht lieben, wenn man ihn nicht vertraut. Das ist das Lied, das die Vögelchen singen, wenn es kalt wird und das schlechte Wetter sie aus ihren niedlichen, selbstgebauten Häusern vertreibt. Niedliche Häuser ruiniert. Nutzlos. Deswegen hassen die Vögelchen das Wetter, das sie betrogen hat. Sie ziehen los, um nach neuen Häusern zu suchen, die nicht so kalt und düster sind. Ich ziehe auch los. Meine Reisetasche ist gepackt, so düster, wohin man nur schaut. Ich kann es nicht mehr ertragen. Steht da immer noch? Wie kriege ich den jetzt weg? Ist hier irgendwo eine verdammte Flasche oder so? Okay, Mana voll machen. Steht hier an der Wand? Können wir uns hinter die teleportieren? Hat sie mich bemerkt? Kommt sie jetzt? Sie kommt, das ist gut. Na komm, alte Weinerin. Mal hier ein paar Meter um die Ecke gehen. Ah, Gott. Komm hier nicht rein. Oh nein. Okay, wir haben sie. Gut, jetzt können wir uns frei in dem Haus hier bewegen. Ich glaube, das war's jetzt hier an Leuten. Oh, das Dach. Alles klar. Noch irgendwas hier, das ist auf der anderen Seite. Hier ist nichts mehr. Okay. Oh, da ist das Gemälde drin, glaube ich. Der Bezirk des Anwesens, okay. Ach so, das ist einfach nur eine Karte. Oh oh. Hoffentlich sieht er mich nicht. Er hört ab. Das ist gut. So. Jetzt suche ich immer noch einen Eingang in dieses Haus da. Der Eingang ist sehr vermutlich hier. Okay. Haben jetzt schon wieder ordentlich Kohle gesammelt. Gibt es hier drin noch was? Mal die Sicht anschmeißen. Da hinten liegt noch eine Münze. Da, ich hätte es fast übersehen. 30 Münzen sind 30 Münzen. So, wo ist der komische Läufer? Ah, da.
frag mich, wie man die ausschaltet, aber ich habe gar keine Lust auf irgendwie einen Kampf gegen die, also lassen wir sie einfach in Ruhe. Wir haben ja die Möglichkeit, über die Dächer zu hüpfen, ganz fröhlich. So, wir sind oben. Ah, genau, jetzt gucken wir nochmal, wo gibt's die noch? Ah, da unten im Wasser. Hm. Ja, wir würden tief fallen, das wäre nicht so gut. Wo ist es denn? Ich höre es schon. Zwei von drei Runden gesammelt. Perfekt. Und jetzt raus hier. Können wir uns hier irgendwo hochschleichen? Hm, das klappt nicht. Okay. Ganz viele tote Fische, aber da lebt noch einer. Ich glaube, der kommt auf uns zu. Da sollten wir jetzt abhauen. Hm. Ah, der Fisch hat uns gesehen. Das war wohl nichts. Mal hier verstecken. So. Oder ein wenig die Lage einfach begutachten, was wir jetzt machen können. Da kommen wir nicht durch. Hier gibt es keinen. Können wir auf den Baum klettern? Nein. Ja, wo gehen wir jetzt am besten rein? Er läuft weg. Okay, da ist eine Wache. Gott. Oh, 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 oh. Schnell weg hier. In die Gasse. Hier ist ein sicherer Schlafplatz. Leg dich dahin. Und gut ist. Oh, oh. Gut versteckt.